Meine sehr verehrten Damen und Herren, wie üblich habe ich keine Kosten und Mühen für den Kanal gescheut und mir auf dem russischen Schwarzmarkt eine Zeitmaschine besorgt, um Ihnen aus dem Jahr 2024 ein Corona-Update liefern zu können. Wir befinden uns momentan in der achten Welle. Es geht nun alles etwas zügiger voran, nachdem wir das Grundgesetz endlich abgeschafft haben und Reichskanzler, Großinquisitor Spahn den Bundestag hat liquidieren lassen. Ein kleiner Preis für unsere Gesundheit, wie ich finde. Und an dieser Stelle vielen Dank, Jens. Insgesamt ist alles immer noch nach wie vor sehr, sehr friedlich. Die Mordrate ist auch wieder stark gesunken auf 1 bis 2 täglich hier in der Nachbarschaft. Sehr hilfreich hat sich für mich im Laufe der letzten Monate das neue Samsung Galaxy Spit erwiesen mit seinem Speichelsensor unter dem Display. Eine pfiffige Idee der Koreaner, von denen es inzwischen leider nur noch rund 1 Million gibt. Das iPhone 16 Corona Edition verfolgte einen etwas anderen Ansatz. Da kommt dann unten eine Diabetesnadel aus dem Handy herausgeschossen und misst das Blut in Bezug auf Coronaviren. Praktischerweise kann man sein iPhone damit dann auch gleich entsperren. Apple nennt das Ganze Blood ID. Es ist wirklich sehr gut. Kommende Woche ist dann auch endlich mein erster Impftermin. Der erste von 24, dem ich auch sehr optimistisch entgegensehe. Immerhin stirbt nur etwa jeder fünfte bei der ersten Impfung. Danach wird es allerdings etwas gefährlicher. Das japanische Vakzin Fukushima 12 ist zwar leicht radioaktiv und macht steril, hilft aber effektiv gegen die meisten Mutationen, sofern es selbst keine verursacht. Seit diesem Montag kann man auch wieder für 1 Stunde am Tag auf die Straße gehen, ohne von der Corona-Taskforce niedergeschossen zu werden. Ich empfinde das als sehr angenehm. Obwohl ich eigentlich auch nicht wirklich feststellen kann, dass die Isolation der letzten Jahre große Auswirkungen auf mich gehabt hätte. Auch die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts werden allmählich immer durchschaubarer. So zum Beispiel ist es für mich absolut nachvollziehbar, wenn von dem Verzehr von Menschenfleisch Infizierter abgeraten wird. Es ist schön, dass da jetzt endlich eine klare Linie gefahren wird. Und woher sollte man es sonst auch besser wissen? Ja. Die Prostitutionsersatzinitiative in Form von Schimpansen wurde von den Bundesbürgern weitgehend nicht angenommen. Die Akzeptanz in der Bevölkerung belief sich auf wenige Hunderttausende, hauptsächlich aus Bayern, was sich wohl vor allem durch die örtliche Nähe zu Österreich erklären lässt, wo das Ganze sehr gut funktioniert. Außerdem schön, nach der Übernahme Großbritanniens durch Amazon, das ja relativ günstig nach dem Brexit aufgekauft werden konnte, haben sich erfreulicherweise die Lieferzeiten für Artikel des alltäglichen Bedarfs deutlich reduziert. Die Briten scheinen sich inzwischen sehr gut in den Lagerbetrieben eingelebt zu haben. Sie sehen, die Welt hat den Kampf gegen Corona noch lange nicht aufgegeben und ich rechne wirklich fest damit, dass wir in den nächsten 1 bis 2 Jahrzehnten mit einer Lockerung des Lockdowns rechnen können. In diesem Sinne, Ihr Korrespondent aus der Zukunft. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.